Hey, weg da, Kinder! Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch! Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein! Bitte, Sie müssen uns zuhören! Das hier sollte alles gar nicht passieren! Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch! Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Können Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Du kriegst das hin! Heilige Scheiße! Du schaffst das, von der Arsch! Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden-Hirni. Jetzt komm schon. Gib ihnen saures, König! Blöder König! Aus dem Weg, Leute! Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt! Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden! Ja, haut ab, ihr Blödiade! Kein Scheiß, ich bin's, Craig! Fick dich, ich bin Craig! Dafür ist keine Zeit! Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman! Dann müsst ihr erst an uns vorbei! Und unserem König! An unserem König kommt ihr nicht vorbei! Oh wow, bei dem Spiel habe ich das letzte Mal gar nicht mitgemacht! Gott sei Dank! Ihr habt keine Chance! Superhelden sind sowas von letzter Sommer! Was? Wann war denn ein Fantasy-Franchise zuletzt Nummer 1 in den Kinocharts? Dann mal los! Ja! Ja! Wir müssen den König schützen! Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Des Königs stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig! Heil dem König! Ich löse mit dir auf! Ich! Kannst auf mich zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Puh. Los, mein Arsch! Gleich kommt der Schwarm! Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Speck. Todesschrauber! Ja!
zeig ihnen, was du drauf hast! Gott sei Dank! Ich gab mir ein bisschen Blut. Sieh kein Fett! Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Ich helf dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Los geht's, Neuer! Ich bin dran. Ja! Hey, der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stock. Nimm das zurück! Du bist nur sauer, weil es stimmt. Ah, es sind alle da! Zweimal sogar! Das sind definitiv zu viele von uns! Ich leg dich auf Eis! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Wie ein Blitz. Ja. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Also los. Ja. 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 Verlass mich auf dich! Ja! Ah. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Ima da yo. Kimi no chikara wo boku ni chōdai. Ah, kitari de issho ni iko. Das sind so viele, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Super Craig glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Na? Los geht's. Scheiße! Tapfer gekämpft, Kamerad! Ich werde dich rächen! Wachen des dunklen Hofes, helft mir, diese Arschlöcher zu besiegen! Rar, für den König! Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht! Wow, Vergangenheits-Karl hat so ein cooles Kostüm! Was ist passiert? Hey! Lang lebe König Saftsack! Angriff! Bisschen unangenehm ist mir das ja. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Das haben Sie verdient. Sollte man sich nicht daran erinnern, wenn man schon mal gegen sich gekämpft hat? Also ich erinnere mich schon daran. Ich meine, egal. Hier kommt Mysterio! Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. Die Foren feuern dich bestimmt krass an, Callgirl! Oh mein Gott, das geht bestimmt super schnell viral!
Bioenergie getrieben wurde. Schnapp! Eine Zeitanomalie. Du bist dran, Neuer. Die packen wir easy. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Wir sind zurück. Knie nieder vor dem König. Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Raumzeit gerissen. Wow, was Bescheuerteres ist euch nicht eingefallen? Oh, hey, leg dich mit dem Butlers aus deiner eigenen Zeit an. Diabetes-Time. So, als hätte das richtig wehgetan. Haben sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Ja! Ja! Hey, lass den in Ruhe! Hau rein, Neuer! Lass uns zu deiner Ehre kämpfen! Scheiße, wieso musste es so weit kommen? Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Naja, eure JRPG-Regeln sind endlich überholt. Du siehst nicht gut aus. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Für Chaos! Feind am Boden! Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann! Mikroaggression! Schlag ihn! Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Das ist unser König! Diabetes ist kampfbereit! Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert! Naja! Aha! Alles klar, Furzlord? Du schaffst das! Für Valhalla! Oh nein! Bomben los! Das ganze Team muss überleben, damit das hier klappt! Nutze deinen Zorn, Captain Diabetes! Kacke, geht's dir gut, Kite? Ja. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Au! Ja? Von einer Flugkreatur zur anderen. Respekt! Alter, du übertreibst brutal! Macht euch auf Schmerz gefasst!
Ja. Oh, zugegeben, deine Art Chaos hat seinen Reiz. Danke, das freut mich. Hey, wartet mal! Ich habe Angst, dass Gott irgendwie wirklich stirbt. Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Los, Wunderarsch. Wie der Wichser abgeht. Ich bin dran. Du bist nicht dran. Fühlt den Zorn von Humankite. Ihr besiegt unseren König nicht. Mwahaha. Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. Bam. Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Humankite wird mir fehlen, vor allem beim Strandurlaub. Oh, Scheiße. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, da geht noch was. Hier komme ich, Leute, macht Platz. Heute zu schön zum Sterben. Bin okay, alles gut. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Jetzt setzt's was. Ist das dein Blut? Oh mein Gott, Wunderarsch. Ich bin dran. Im Namen der Gerechtigkeit. Mist. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ha, was, wenn Wunderarsch den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausradiert? Zug gelöscht. Ein super Sieg. Sie haben den König besiegt. Rückzug. Oh, scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Scheibenkleister. Hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Oh mein Gott, wie macht er das? Macht ihr Witze? Es gibt doch Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Hi, Kinder. Eric ist in seinem Zimmer. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch. Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch! Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Wie Zeig uns deine linke Hand!
Ha. Hallo, Freedom Pals. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr! Nein, Connor! Nein, 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 nein. Zurück durch die Zeit. Zeittunnel zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort, Neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer, das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihm das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh! Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Hier, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Ja. Verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Die Bösen? Hey, Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann. Unser Moment ist endlich gekommen. Wow. Ich wäre dann mal bereit. Ist das geil? Oh Mann, ich bin einfach... Wow. Woohoo! Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich. Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor! Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht, wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herumexperimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen, weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten, aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz, ich.
Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Wir sind wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da! Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können mit Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch. Da lang. Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor. Gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht. Gib's zu! Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf! Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt! Du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich hab keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pearls, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Hehehehe.